Und ihr habt dann noch TVs. Das heißt jetzt, da könnt ihr auswählen, bei Input Device könnt ihr jetzt auswählen, was für ein, ob, na, was für ein Mikrofon. Hier zum Beispiel mein C-Media USB Audio Device. Dann habe ich noch meine Lautsprecher. Bringt irgendwie nichts, sind Lautsprecher keine Mikrofone. Ja, und ein Stimmverzerrer. Ja. Ich bleibe aber für gewöhnlich eigentlich immer hier drauf, auf mein USB-Headset. Ja, bei Output, ja, halt da, wo es rauskommen soll. Ja, ist bei mir auch mein USB-Headset. Dann haben wir hier noch meinen, ja, Lautsprecher und noch ein Stumpf, der gleiche Stimmverzerrer, was irgendwie auch nichts bringt. Ja, dann habt ihr hier Sound Notifications. Da habt ihr jetzt alle Sounds. Ja, könnt ihr jetzt hier die Lautstärke einstellen, wie laut es sein soll oder so. Auf laut habe ich das eigentlich nie. Ich habe es immer beim dritten Strich. Ist, finde ich, für mich ganz okay. So, wenn ihr die Sounds irgendwie umgestellt habt, was ich weiß, wie es geht, wozu ich vielleicht auch noch ein Tutorial mache. Ja, habt ihr denn, müsst ihr einfach auf Default All, dann aktualisiert ihr die. War einfach Apply und dann könnt ihr weiter verändern. Wenn ihr jetzt alle Sounds raus haben wollt, dann müsst ihr einfach Disable All Sounds machen. Dann hört ihr keine Sounds mehr. Ja. Bandwidth ist jetzt, ja, Upload und Download. Hier seht ihr nochmal, was es auf Englisch heißt. Ja. Ich hab meins auf Unlimited. Keine Ahnung warum, ist so. Ja, wenn ihr hier. Ist eigentlich egal. Muss man nicht mal. Hier, nur wenn ihr das macht, dieser haut er alle K-Bindings raus. Ja. Und du musst dann Press to Talk machen, also Push to Talk. Irgendeine Taste drücken, um zu sprechen. Ist irgendwie blöd. Block Whispers bei Default. Das heißt, jetzt wenn euch einer anflüstern möchte und ihr noch in der Willkommenshalle oder ja hier beim D seid. Ja, dann hört ihr das nicht. Default Guest Name heißt jetzt, wenn ihr auf dem Server per Connection, ich zeig's euch mal, Connection, Connect, Web Server List drauf geht, dass denn da euer Standardname, ja, euer Standardname Pascal ist. Oh, irgendein anderer. Naja, wem's gefällt. Ich für mich hab's so eingestellt, dann weiß jeder, wer ich bin. So, ja. Mehr gibt's hier auch eigentlich fast gar nicht. Außer das hier unten. Ja, Show Icon in Trailbar, das ist jetzt, glaube ich, das da oben. Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Ja, TeamSpeak 2 hat ja auch einen Progress oder einen Prozess. Ja, Prozess heißt das. Hier, Prozesse. Da seht ihr hier TeamSpeak, nochmal TeamSpeak. Ja, da wo ich gerade rede, ist gerade der hier. Das erkennt man irgendwie. Ja. Ja. Das heißt jetzt, ja, Priorität von dem Prozess normal oder hoch. Ich hab's eigentlich auf normal. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man es auf High hat oder so. Ja. Always on the top heißt jetzt. Ja. Seht ihr, dann geht mein Rocket Dock hier weg. Das heißt, TeamSpeak ist immer ganz vorne mit dabei. Das heißt, nichts kann das überdecken, außer das, was von TeamSpeak ist. Ja, innerhalb der Game Voice Hardware Support. Ja, keine Ahnung. Log Options habe ich. Ja, gibt's Known, Error, Warning, Debug. Ja, ich habe Error. Ja, dann haben wir hier nur noch Help, Read Manuell, Visit our Website, Visit our Forum, Read our. Read Online FAQ und About. Ja. Und ich glaube, dazu sind wir jetzt auch schon beim. Nee, sind wir nicht. Ihr könnt, ja, einfach mal irgendwo Rechtsklick hinmachen, wenn es geht, aber nicht. Hier auf den Channel rauf. Irgendwo dahin, jetzt zum Beispiel, dann seht ihr da Switch Channel, ja. Und noch, ihr könnt ihr hier gleich auswählen: Connection, Connect, Quick Connect, Disconnect und Close TeamSpeak, also Quit. Naja. Ja. Dazu wären wir jetzt eigentlich auch zum Ende angekommen, zu diesem Let's Tutorial TeamSpeak 2 Funktion Teil 2. Ja, Leute, es ist Teil 2.
Ich habe vorhin ein kurzes Cut gemacht. Vielleicht wisst ihr es nicht, aber ja. Naja. Ich werde vielleicht auch noch einige Let's Play von GTA Vice City machen. Oder Let's Play Opera. Oder Let's Play Urban Terror. Oder Let's Tutorial Santasia Studio 7. Let's Talk Skype oder irgendwie sowas. Naja. Oder Let's Talk TeamSpeak 2. Ja. Vielleicht werde ich auch noch ein Tutorial machen zu TeamSpeak 3. Benutzen ja jetzt, glaube ich, aber auch schon einige. Ja. Mal gucken, wie ich das mache. Also, ja. Zu den nächsten, was ich mache, gibt es eigentlich nichts. Ich muss mir jetzt noch erst überlegen, für was ich Tutorials mache. Ich glaube, ich werde jetzt gleich ein Tutorial machen zu dem, was man in Dings machen kann, mit einem TeamSpeak 2 Bot, den ich mir hier auch schon gedownloadet habe. Wie ihr seht hier, TeamSpeak 2 Bot. Ja, das ist alles, was man dazu braucht. Naja. Ich werde euch das in der nächsten Aufnahme zeigen. Ja. Wir sehen uns denn beim nächsten Mal, wo es denn heißt. Let's Tutorial TeamSpeak 2 Bots. Ja. Dann bis gleich. Oder ja. Bis zur nächsten Aufnahme.